Moin Leute, ich möchte euch heute mal hier in diesem Video wieder einen weiteren Gaming-PC von mir vorstellen. Das ist ja schon das dritte PC-System hier in diesem Video. Ich habe ja schon davor meine ersten beiden Gaming-PCs euch vorgestellt und jetzt hier ein weiteres PC-System von mir. Und zwar kommen wir erstmal zu dem Gehäuse selber. Wir haben hier das LC Power 929. Halt ein Standardgehäuse, eigentlich nichts Besonderes. Hat auch keine Seitenfenster oder irgendwas dergleichen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Stinknormales Gehäuse. Ja, dies hatte ich mir vor ein paar Jahren, schon etwas länger her, damals neu gekauft, weil ich mir ein System darin bauen wollte. Ja, erstmal von der Front, wie man hier sehen kann, haben wir hier ein CD-DVD-Brenner von LG, den ich hier verbaut habe. Und hier oben einmal Mikrofon und Kopfhörerausgang, und hier links daneben befinden sich zweimal USB 2.0 und hier unten den Ein- und Ausschalter. Ja. okay, jetzt zeige ich euch das mal so ein bisschen von der Seite. So sieht das aus. Wie gesagt, nichts Besonderes. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich mal damals für bezahlt hatte. Weiß ich echt nicht mehr. Ja, und hier halt nur so ein bisschen die Belüftung, wo hier so ein bisschen Luft rauskommt. War nichts Besonderes eigentlich. Ja. So, aber hier hinten kann ich euch dann ein bisschen mehr zeigen. Ich hoffe, man sieht das. Ich zoome mal jetzt mal so ein bisschen ran. Ihr vielleicht ein bisschen mehr erkennen. Ich mache das mal so. Ja, so müsste das gehen. Okay, fangen wir hier oben an mit dem Netzteil. Hier habe ich ein 600 Watt Netzteil verbaut von Targan. Das werde ich euch gerne mal zeigen. Und ja, zu dem Mainboard. Da zeige ich euch auch gleich, was es für uns ist. Erstmal zu den Anschlüssen. Hier oben zweimal USB 2.0 und hier rechts daneben den alten PS2-Anschluss für die Maus oder Tastatur. Es gibt auch welche Mainboards, die dann zwei Anschlüsse haben für Maus und Tastatur, aber hier Maus oder Tastatur. Nicht zu verwechseln. Ja. Und weitere Anschlüsse hier unten drunter, DisplayPort, einmal HDMI und dann haben wir hier so einen SPIDF-Out, irgendwie so einen Soundanschluss, den man eh nicht braucht, weiß ich ja nicht, aber ich habe den nie gebraucht. Und dann DVI und den alten VGA und dann viermal USB 3.0. Und dann haben wir hier so einen eSATA-Anschluss. Ja, was das genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne jetzt nicht so gut aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Anschluss genau ist. Würde mich vielleicht doch mal irgendwie interessieren. Ja, und dann hier den LAN-Anschluss. Sound on Board mit sechs verschiedenen Anschlüssen. Zwei davon, beziehungsweise der eine hier in rosa Mikrofon und der grüne fürs für die Lautsprecher oder Kopfhörer, je nachdem was ihr anschließen wollt. Und ja, dann die anderen Anschlüsse hier, die sind grau, schwarz, orange und blau. Ich denke mal, wenn man jetzt PC Lautsprecherboxen hat, dann kann man die halt hier anschließen.
Ja, denke ich mal, es wird hier so sein. Ja. Okay. Jetzt wieder ein Stück zurückzoomen. Muss ich mal. So, zeige euch einfach mal die Karten, die ich hier verbaut habe, zu den Anschlüssen. Hier unten drunter eine extra Soundkarte. Auch hier wieder in diesen zwei SPIDF Out Anschlüsse, auch hier wieder bei dem Onboard, was ich euch eben gezeigt hatte. Und dann haben wir hier fünf Anschlüsse, auch hier wiederum einer davon der grüne für Mikro, Kopfhörer oder Lautsprecher so. Und der blaue müsste dann das Mikrofon sein. Und hier der graue, orange und das schwarze, denke ich mal, was ich zu den Onboard-Sound auch eben erwähnt hatte, für weitere Lautsprecherboxen, gehe ich einfach mal von aus, dass es so ist. Zu der Grafikkarte dann, hier habe ich eine GeForce GTX 960 verbaut. Welche das ist, zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier HDMI und dreimal DisplayPort und zweimal DVI. Ja, jetzt zeige ich das noch mal etwas näher dran. Das heißt, ich muss die Kamera einmal in die Hand nehmen. Ich will leider kein Stativ, aber na gut. So, dann seht ihr das Ganze noch mal hier, Netzteil und die ganzen Anschlüsse bei dem Mainboard, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, USB, eSATA, LAN-Anschluss und Sound-Anschluss. Und hier die extra Soundkarte und Grafikkarte. Ja, sonst habe ich hier nichts mehr weiter dran. So, okay. Dann kommen wir jetzt auch zum Inhalt und die Kamera wieder zurückstellen. So. Okay, ja, dann machen wir das Ganze mal hier auf. So, einmal schon mal die Seitenwand hier wegmachen. Okay. Ja, sollte man doch erkennen können. Ja, ich kann noch ein bisschen zurückschieben. Dann sieht man das vielleicht besser. Ja, eindeutig. Okay, ich würde sagen, fangen wir von oben an. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen ranzoomen. Muss ich gerade mal gucken. Okay, ich mache das einfach mal so. Ja, zu dem Netzteil. Wie schon gesagt, ist ein 600 Watt von Tagan. Und dann habe ich hier noch ein 120 mm Lüfter verbaut, das ist von Zahlmann. Will ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Guck, das ist ein bisschen schräg. Das sieht man ja so ein bisschen. Ja, zu dem Mainboard, das ist ein Intel 1155, das ASUS PAZ77VLE. Hier unten drunter dann die Soundkarte. Es ist eine kreative Sound Blaster. Welche das jetzt genau ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich werde das einfach mal euch bzw. für euch mit dem Video mit reinschreiben. Und dann hier unten drunter habe ich die Gigabyte GeForce GTX 960 mit 4 GB. Als Prozessor hier unten drunter, also hier unter dem Kühler, ist ein Intel Core i5 drin, den 3570K. Und als Kühler haben wir hier ein Sigmatec Kühler, welcher das genau ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht, werde ich euch ebenfalls mal mit im Video reinschreiben. Und
als Lüfter ein 80 mm Artic F9 und als RAM-Speicher habe ich hier verbaut 4x4 GB DDR3 mit 1600 MHz von der Marke G-Skill Ares und hier oben das Laufwerk. Ja, und hier unten die zwei HDD Festplatten von Western Digital. Ja, eins davon ist die Hauptfestplatte und eins ist dann die Nebenfestplatte. Und hier habe ich, also das ist die Western Digital Black 640 GB und hier unten drunter die Nebenfestplatte die 500 GB. Ja. Okay. Jetzt werde ich euch das noch mal genauer zeigen. Jetzt mal wieder zurückzoomen. So, das heißt, ich nehme die Kamera wieder in der Hand. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit. So. Und dann kann ich euch das noch mal genauer zeigen. Ja, ohne Stativ ist das schon ein bisschen doof, aber kriege ich schon irgendwie hin. So. So. Okay, wie gesagt, hier oben das Netzteil, dann hier den Zahlmann-Lüfter, der in blaues LED leuchtet, dann hier die Soundkarte, hier unten drunter die Grafikkarte, der Kühler und den Lüfter, ich hoffe, man kann es erkennen. Die RAM-Speicher 4x4 GB, hier oben das Laufwerk und dann halt hier unten die zwei HDDs Festplatten, keine SSD, aber die HDDs hier drin sind, ja, bin ich eigentlich super zufrieden. Ja, das wäre es dann erstmal soweit gewesen, was ich euch jetzt so gerade gezeigt habe. So, stelle ich euch mal gleich hier hin irgendwie. So, ich zoome mal gerade noch mal ein bisschen wieder ran. Ja. Na gut, ich lasse es einfach mal so. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Viele Sachen sind gebraucht, viele Sachen aber auch damals neu gekauft. Ich denke, ich werde euch jetzt mal erzählen, was alles neu ist und was ich mir damals alles gebraucht gekauft hatte. Aber ich habe am Anfang ja schon gesagt, das Gehäuse habe ich damals neu gekauft. Das Netzteil ist auch damals neu gekauft. Der Lüfter habe ich mal gebraucht gekauft. Und die Soundkarte auch gebraucht gekauft. Sowie die Grafikkarte. Das Mainboard auch gebraucht gekauft. Und den Kühler. Den habe ich mir damals neu gekauft, so wie den Lüfter. Also da war ja noch ein anderer Lüfter drauf, aber ich habe den durch einen anderen ersetzt, weil wo ich dann den Lüfter ausprobiert habe, war mir der ein bisschen zu laut und habe dann halt einen anderen drauf getan, deswegen. Ja. Die Arbeitsspeicher, das muss ich gerade überlegen, also ich meine noch grob zu wissen, hatte ich mir glaube ich auch damals neu gekauft, meines Wissens nach. Sag ich jetzt einfach mal so. das Laufwerk hatte ich mal neu gekauft. Also der Prozessor, der hier verbaut ist, hatte ich auch mal gebraucht gekauft.
Hatte ich denn jetzt gesagt, welcher verbaut ist? Ich glaube nicht, falls doch, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, falls ich den vergessen habe. Verbaut ist hier ein Intel Core i5-3570K, den man noch übertakten kann. Aber ich bin nicht so der Übertaktung-Mensch, der gerne übertaktet. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich lasse immer alles im Standardtakt, von daher. Ja. Und die zwei Festplatten, die hatte ich auch damals gebraucht gekauft. Ja. Okay, sonst habe ich hier nichts weiter verbaut. Als Betriebssystem habe ich hier Windows 7 drauf, 64 Bit. Ja, genau. Ja, sonst habe ich hier nichts weiter zu erzählen, was dazu zu sagen. Nee. Okay, ja. Ja gut. Das wollte ich euch einfach hier mal so in diesem Video gezeigt haben, was ich hier noch so für ein PC bei mir im Schrank so gut gelagert rumliegen hatte. Ich habe mir gedacht, mache ich mal so ein Video von, um euch einen weiteren Rechner von mir einfach mal hier so vorzustellen. Ja. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, sollte es ja erstmal soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen auf ein Like. Lasst gerne Kommentare da und so ein Abo. Und dann würde ich sagen, war's das hier. Und bedanke mich hier fürs Zusehen und Zuhören. Und eventuell gibt es noch ein System von mir zu zeigen. ja, ich habe ja noch so ein kleines System. Ist jetzt kein Gaming-System. Ist einfach nur so fürs Internet gedacht, ein bisschen zum Surfen und mal gucken, vielleicht werde ich euch das auch noch mal zeigen. Also das gibt es dann in einem anderen Video zu sehen. Dann war's das hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.